Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Mega Radio aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Alexander Boos. Und ich gehe gleich rein. Ich stelle gleich mal die Frage: Beginnt jetzt das große Bankensterben? Beginnt jetzt eine neue weltweite Finanzkrise? Auszuschließen scheint gar nichts mehr zu sein. Nachdem erst vor wenigen Tagen in den USA die Silicon Valley Bank von der US-Regierung aus dem Spiel genommen wurde, immerhin der zweitgrößte Kollaps in der US-Bankengeschichte, konnte nun das größte Geldhaus der Schweiz, die Credit Suisse, dieses Schicksal für sich nur haarscharf abwenden. Die krisengeschüttete Credit Suisse kann bei der Schweizerische Nationalbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken aufnehmen, um die Liquidität bei Bedarf zu stützen. Das kündigte die verlustgeplagte Schweizer Großbank in der Nacht zum vergangenen Donnerstag an. Mit der Vereinbarung über diesen Kreditrahmen zieht sie eine Option, die ihr zuvor die Schweizerische Nationalbank SNB eingeräumt hatte. Die Kreditaufnahme sei vollständig durch erstklassige Vermögenswerte abgesichert, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung dazu. Die Credit Suisse, ehemals Schweizerische Kreditanstalt, ist nicht irgendeine Bank, sondern das größte Geldhaus der Schweiz mit Sitz in Zürich und zugleich eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Bank verwaltete im Jahr 2022 fast 1,3 Billionen Schweizer Franken als Vermögen. Eine traditionsreiche Bank in erster Form, schon 1856 gegründet. Und so haben übrigens ZDF und ARD über den Fastkollaps der Schweizer Großbank Credit Suisse berichtet. Es ist ein Schritt, der die Sorgen der Finanzwelt um die Schweizer Großbank Credit Suisse nehmen soll. Das angeschlagene Kreditinstitut bittet die Schweizer Notenbank, ihr umgerechnet gut 50 Milliarden Euro zu leihen. Das machte Credit Suisse am Morgen in einer Pflichtmitteilung bekannt. Ihre Aktien waren gestern zwischenzeitlich um mehr als 30% abgestürzt, nachdem ein Großaktionär kein frisches Geld zur Verfügung stellen wollte. Für deutsche Banken sieht Finanzminister Lindner keine Gefahren. Die angeschlagene Schweizer Großbank Credit Suisse greift auf Hilfe der Schweizerischen Nationalbank zurück. Man wolle sich dort bis zu 50 Milliarden Franken leihen, teilte das Kreditinstitut in der Nacht mit. Der Börsenwert der Credit Suisse war gestern zeitweise um bis zu 30% abgestürzt, nachdem der größte Anteilseigner angekündigt hatte, kein weiteres Geld zur Verfügung zu stellen. Nach dem Kollaps zweier US-Finanzinstitute herrscht große Unsicherheit im internationalen Bankwesen. Soweit die Nachrichtenformate von ARD und ZDF in den letzten Tagen zum gerade so abgewendeten Zusammenbruch der nächsten großen Bank, diesmal in Europa, in der Schweiz, die Credit Suisse. Für unseren gestrigen Interviewgast Martin Siegel von Stabilitas Fonds komme das jetzt überhaupt nicht überraschend, hat er im Gespräch mit uns gesagt. Denn er hatte für Mega Radio aktuell bereits vor wenigen Tagen prognostiziert, dass weitere Banken sozusagen bald dran glauben müssten. Also für mich kommt das Ganze überhaupt nicht überraschend. Das ist ja so, dass die Banken sich seit 2008 in einem verschleppten Konkurs befinden. Wir konnten einige Bankbilanzen sanieren, indem wir die Kredite der Banken auf die Kredite der Steuerzahler umbilanziert haben. Das heißt, wir haben die Staatsverschulden erhöht und damit die Bilanzen der Banken bereinigt. Das Grundproblem ist aber nicht gelöst. Und wir haben viele Probleme in unserem Weltfinanzsystem, die einfach damit zusammenhängen, dass wir über Jahrzehnte das System immer weiter aufgeschuldet haben. Und diese Probleme sind nicht gelöst. Die Bilanzen, die sind heute alle doppelt und dreifach so groß wie im Jahr der Finanzkrise. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwo die Probleme wieder aufbrechen, ob das jetzt bei Banken ist
ob das im Eurosystem ist hier. Der Euro, der hält ja auch nur zusammen, weil die EZB pausenlos Staatsanleihen kauft. Sonst würde der Euro innerhalb von Stunden zusammenbrechen, wenn die EZB das nicht mehr machen würde. Das heißt, wir sind sehr auf Kante genäht in unserem Finanzsystem. Ein weiteres Beispiel vielleicht noch ganz kurz. Die US-Verschuldung liegt bei 30.000 Milliarden Dollar. Soweit der Gold- und Finanzmarktexperte Martin Siegel im Interview mit mir. Sie können beispielsweise auf Spotify in den nächsten Tagen das komplette Gespräch mit ihm nachhören. Dort zu finden unter Podcasts und Shows Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio. Und auch sein Kollege Dimitri Speck hat sich gegenüber unserem Sender ähnlich kritisch wie Herr Siegel wie folgt zum Kollaps des US-Geldinstituts der Silicon Valley Bank geäußert. Also es ist in der Tat zu beobachten und wie gesagt, es hängt meines Erachtens eben mit dem Mindset der Anleger zusammen, dass sie die FED-Entscheidungen als absoluten Maßstab nehmen, als gäbe es keine Inflation. Und jetzt mit dieser kleinen, sage ich mal, oder bisher kleinen Bankenkrise, mit dieser Silicon Valley Bank, die eben zugemacht werden musste, sind die Erwartungen jetzt übers Wochenende deutlich zurückgekommen, was die Leitzinsanhebungen angeht. Hier ist Mega Radio Aktuell. Herzlich willkommen zurück zu Mega Radio Aktuell, zur zweiten Stunde hier weiterhin mit Ihrem Alexander Boos. Wir beschäftigen uns an dieser Stelle noch einmal mit dem zweitgrößten Kollaps in der Bankengeschichte der USA, also mit der Silicon Valley Bank, die vor wenigen Tagen von der US-Regierung abgewickelt werden musste. Für den renommierten Finanz- und Goldmarktexperten Martin Siegel kam das Ganze nicht überraschend. Laut ihm befinden sich viele große US-Banken seit 2008 in einem verschleppten Konkurs. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Bank stürzen müsse. Das Hauptproblem sei letztlich die völlig überschuldete USA bzw. ihr Haushalt. Außerdem kommentierte der Finanzfachmann von Stabilitas-Fonds Voraussagen weltweit tätiger Ökonomen zu künftigen Preisentwicklungen bei Gold und Silber, die diese für die London Bullion Metal Association, kurz LBMA, Ende Februar gemacht hatten. So wie es auch schon Goldmarktexperte Dimitri Speck vor wenigen Tagen für Mega Radio Aktuell getan hat. Dabei betont Martin Siegel, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, entgegen der landläufigen Meinung sei Gold kein Kriegsmetall oder Krisenmetall, sondern ein Edelmetall des Wohlstandes. Wachsender Wohlstand sei immer gut für den Goldpreis. Er erinnerte nochmal an den europäischen Goldstandard bis 1914, auch als Anregung für mögliche Auswege hinsichtlich einer vielleicht auch möglichen Währungsreform in naher Zukunft. Doch das Problem dabei sei, die Zentralbanker von heute wollen auch morgen ihren Job behalten. Herr Siegel, ja, die Silicon Valley Bank musste jetzt durch die FDIC, also quasi durch die US-Regierung gerettet werden, beziehungsweise auch noch die Signature Bank in New York. Andernfalls hätte es negative Ripple-Effekte, wie man glaube sagt, gegeben. Also das erinnert natürlich stark an die Lehman Brothers Pleite 2008. Wie blicken Sie als Finanzmarktexperte, wie blickt Stabilitas Fonds auf diesen Vorfall jetzt in den USA? Und was bedeutet das vor allem für die Märkte und unseren Geldbeutel jetzt auf vielleicht auch perspektivisch gefragt, ja? Also für mich kommt das Ganze überhaupt nicht überraschend. Das ist ja so, dass die Banken sich seit 2008 in einem verschleppten Konkurs befinden. Wir konnten einige Bankbilanzen sanieren, indem wir die Kredite der Banken auf die Kredite der Steuerzahler umbilanziert haben. Das heißt, wir haben die Staatsverschulden erhöht und damit die Bilanzen der Banken bereinigt. Das Grundproblem ist aber nicht gelöst. Und wir haben viele Probleme in unserem Weltfinanzsystem, die einfach damit zusammenhängen, dass wir
über Jahrzehnte das System immer weiter aufgeschuldet haben. Und diese Probleme sind nicht gelöst. Die Bilanzen, die sind heute alle doppelt und dreifach so groß wie im Jahr der Finanzkrise. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwo die Probleme wieder aufbrechen, ob das jetzt bei Banken ist, ob das im Eurosystem ist. Hier der Euro, der hält ja auch nur zusammen, weil die EZB pausenlos Staatsanleihen kauft. Sonst würde der Euro innerhalb von Stunden zusammenbrechen, wenn die EZB das nicht mehr machen würde. Das heißt, wir sind sehr auf Kante genäht in unserem Finanzsystem. Ein weiteres Beispiel vielleicht noch ganz kurz. Die US-Verschuldung liegt bei 30.000 Milliarden Dollar. Ein Zinsanstieg, den wir jetzt gesehen haben, von etwa 4 Prozentpunkten bedeutet längerfristig, dass wir Zinsen von jährlich 1.200 Milliarden Dollar zusätzlich aufbringen müssten, um den Haushalt unter Kontrolle zu halten. Und er war ja vorher schon nicht unter Kontrolle und ist explodiert. Das heißt, die Probleme sind überall da und es ist nur eine Frage der Zeit, bis unser Finanzsystem an der einen oder anderen Stelle aufbricht. Zu den Leitzinsen und Zentralbanken komme ich später nochmal, das passt ja auch thematisch, aber Herr Siege, Sie sind ja da nicht der einzige Experte, zum Beispiel jetzt unserem Sender gegenüber, haben jetzt auch schon Thorsten Pollett von Degussa oder Dimitri Speck, Goldmarktexperte, Ähnliches die letzten Tage und Wochen und auch Jahre, muss man sagen, Sie auch gesagt und auch viele, viele andere, also wirklich kritische Finanzmarktbeobachter waren davor seit Jahren und Jahrzehnten, aber irgendwie scheint das nicht so richtig anzukommen. Spielt man da ein bisschen auch bewusst auf Messers Schneide oder hat man gar keine andere Wahl mehr, als finanzpolitisch und finanziell Verantwortliche? Also ich glaube schon, dass es ein grundsätzliches Problem ist, dass Wirtschaftswissenschaftler und Politiker in einem Boot sitzen mit Zentralbankern, mit Bankern zusammen und die das System, in dem sie arbeiten, eigentlich gar nicht verstanden haben. Und dann retten sie sich von einer Tat zur nächsten oder von einer Krise zur nächsten. Und es gibt tatsächlich ja Politiker, die gesagt haben, wir haben die Finanzkrise 2008 gelöst. Also es gibt die tatsächlich bis heute noch, die wissen gar nicht, dass diese Krise überhaupt nicht gelöst ist. Die Zahlen, die zu der Krise geführt haben, sind heute viel schlimmer als vor der Krise 2008. Das heißt, wir sind in einer permanenten Krise und in einer permanenten Rettungsaktion. Und nur weil es das System weitergeht und die Wirtschaft ja auch weiterläuft und die Kreditblase weiter aufgeblasen wird, ohne dass sie jemals bereinigt werden kann, ist das System ja nicht stabil. Es geht nur weiter. Und wer den Überblick aber nicht hat, wer das Ganze nicht von außen sieht oder in der historischen Dimension, der hat möglicherweise gar keinen Überblick. Und wir wissen ja, dass die Politiker im Normalfall von Wahl zu Wahl denken, also in 4 Jahresperioden. Und diese Periode ist viel zu kurz, um sich da einen Überblick zu verschaffen. Und viele Politiker haben ja auch gar keine Ahnung von Wirtschaft und von Finanzen. Und meinen, wie jetzt zum Beispiel auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz, wir stehen vor einem neuen Wirtschaftswunder und das mit Investitionen, die auf Kredit getätigt werden. Also für viele, die sich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigen, haarsträubend, aber offensichtlich glauben Bundeskanzler und Bundesregierung tatsächlich diese Märchen. Ja, das ist ja das alte, bekannte Problem mit diesen relativ kurzen Legislaturperioden. Übrigens hatte uns Dimitri Speck auch Ähnliches gesagt. Also er sieht auch die Verantwortung bei den Politikern. Die würden das nicht richtig einschätzen und auch die Notenbanker selber müssten eigentlich sich mal an ihren eigenen oder in ihre eigenen Institutionen einfach mal einlesen, was historisch passiert sei. Und er machte noch einen Vorschlag, den habe ich als ökonomischer Lehrer nicht ganz verstanden. Er hatte gemeint, die Leitzinsen müssten eigentlich genauso hoch sein, also genauso hoch steigen oder per Zentralbank verortet werden, wie hoch die Inflationsrate sei, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß, es ist jetzt eine sehr fachspezifische Frage, aber können Sie dazu was sagen? Also ich denke mal, das Hauptproblem ist, dass wir ja in der Geschichte schon Geldsysteme hatten, die über viele Jahrzehnte, in manchen Fällen sogar über Jahrhunderte,
ein inflationsfreies und schuldenfreies Wachstum ermöglicht haben. Ich wiederhole das nochmal. Es war inflationsfrei und schuldenfrei, ohne jedes Staatsdefizit. Und das war der Goldstandard, der in Europa gegolten hat zwischen 1814 und 1914. Erst kollabiert mit dem Ersten Weltkrieg, als man diesen Standard aufgeben musste, um den Ersten Weltkrieg finanzieren zu können. Und vorher war das Wirtschaftswachstum inflations- und schuldenfrei. So in dieser Zeit, wenn ich an eine goldgedeckte Währung habe, dann brauche ich keine Zentralbankpolitik. Das bedeutet, dass weltweit 100.000 Zentralbanker sofort arbeitslos werden würden. Viele Investmentbanken, die an diesem System hängen, die mit dem Zinseszins, mit dem Fractional Banking viel Geld verdienen und Provisionen einstreichen, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Bonusgehälter in Millionenhöhe. Diese Banker würden alle ihre Jobs verlieren. Das heißt, natürlich auch diese Symbiose von Politik und Bankern, dass die Politiker die Banken brauchen, um die Staatsdefizite zu finanzieren. Mit den Staatsdefiziten wird wieder Klientelpolitik gemacht. Also diese Symbiose aus Zentralbankern, Bankern und Politikern würde auseinanderbrechen und diese ganzen Leute müssten sich alle neue Jobs suchen. Das wäre für die Weltwirtschaft ein Segen, aber natürlich für die Banker in ihrer aktuellen Situation eine Katastrophe, weil natürlich diese tollen Gehälter, die sie da Monat für Monat, Jahr für Jahr bekommen, dann natürlich futsch wären. Aber wir hätten ein System ohne Verschuldung, dauerhaft ohne Staatsverschuldung, ohne Zinseszinseffekt und inflationsfrei. Das heißt, auch die Bevölkerung, die Ansparungen macht, hat dieselbe Kaufkraft auch in 20 oder 50 oder 100 Jahren später. Im Gegenteil ist es tatsächlich so, dass so ein System sogar leicht deflationär wäre, weil wir ja dann wirtschaftlichen Fortschritt hätten mit Effizienzsteigerung und die Kaufkraft sogar gesteigert würde. Also es geht nicht jedes Jahr 2% oder mehr verloren durch die Inflation, sondern wir steigern langfristig sogar die Kaufkraft der Sparer. Aber dieses System ist von denen, die heute davon profitieren, nicht gewollt. Ja, hochinteressante Analyse. Herr Siegel, Anlass unseres Interviews war ja eigentlich oder ist ja eigentlich eine Online-Veranstaltung der Londoner LBMA, also der London Bullion Market Association in der City of London. Da durfte ich aufgrund von Thorsten Pollett von Degussa Goldhandel vor wenigen Wochen dran teilnehmen. Er sagt für 2023 voraus einen Goldpreis bei einem Durchschnittspreis von 2.000 US-Dollar je Unze mit Spitzen bis zu 2.200 US-Dollar je Unze aktuell. Also gestern war er, glaube ich, bei 1.891 Dollar, also kratzt schon mal an die 1.900er Mark, obwohl das halt nicht viel heißt. Und Pollett sieht für Silber voraus 26 bis 29 US-Dollar je Silberunze. Sie müssen in unserem Sender nicht unbedingt mitteilen, Herr Siegel, wo Sie die beiden Edelmetalle in der Preisentwicklung sehen, aber können diese Prognosen ruhig kommentieren. Also ich mache gerne auch Goldpreisprognosen. Gerne. Der Silberpreis hängt dann damit. Der Silberpreis hängt damit dann dran. Allerdings tue ich mich immer schwer, sowas zeitlich festzulegen. Meine Erfahrung hat gezeigt, also meine Erfahrung der letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte hat gezeigt, dass der Markt sich oft über viele Monate oder Jahre nicht fair verhält. Das heißt, es gibt entweder eine Überbewertung oder eine Unterbewertung. In den letzten Jahrzehnten war der Goldpreis eher dauerhaft unterbewertet. Die faire Bewertung für Gold liegt nach meiner Analyse zwischen 2.300 und 2.500 Dollar pro Unze. Mhm. Das ist sogar noch etwas über der Prognose von Herrn Polleit. Ich beziehe mich vor allem auf die Geldmengenaggregate, die ja in den letzten Jahrzehnten deutlich ausgeweitet wurden. Mit der Corona-Krise nochmal mit neuen Rettungspaketen für die Banken ausgeweitet wurden. Das war übrigens schon die zweite Weltfinanzkrise nach der ersten Finanzkrise 2008, wurde aber praktisch nicht beachtet, auch von vielen Fachleuten nicht beachtet. Es gab umfangreiche Rettungsprogramme im März 2000 und
2021, als der Corona-Notstand ausgerufen wurde. In diesem Zusammenhang, in diesen Tagen, gab es Rettungspakete für die Banken im Volumen von, also im dreistelligen Milliardenvolumen, also im Volumen von über 1.000 Milliarden Dollar beziehungsweise Euro. So, das aber nur am Rande. Der Silberpreis korreliert sehr, sehr eng mit dem Goldpreis, sodass ein Goldpreis von 2.300 bis 2.500 einen Silberpreis zwischen 30 und 40 Dollar pro Unze bedeuten würde. Wann das erreicht wird, ob das dieses Jahr erreicht wird oder erst nächstes Jahr oder erst in zwei Jahren, da wage ich keine Prognose. Also ich tue mich da immer sehr schwer bei zeitlichen Prognosen, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass dieses Niveau erreicht wird und natürlich in einer Übertreibungsphase, die genauso wie eine Untertreibungsphase, die wir in den letzten Jahren gesehen haben oder eigentlich in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, auch in einer Übertreibungsphase der Goldpreis auch weit darüber hinaus steigen kann. Ja, also diese zeitliche Eingrenzung nach Jahren macht ja die LBMA in London immer gern, um eben einzukesseln, okay, wer hat jetzt Ende 2022 korrekt für 2023 vorhergesagt, aber ich verstehe natürlich Ihren Punkt, das kann man jetzt nicht auf Monate taxieren. Dort, Herr Siegel, bei der LBMA-Veranstaltung sagte Nikki Shields, sie ist US-Ökonomin bei der Edelmetall-Strategieabteilung bei MKS PAMP. Es sei für Gold ein ziemlich frustrierendes Jahr gewesen, also ein ziemlich frustrierendes 2022 gewesen, denn schließlich sollten Faktoren wie ein Krieg in Europa und die immer weiter steigende Inflation normalerweise den Goldpreis nach oben drücken. Warum ist das nicht passiert und wie schätzen Sie Ihre Aussagen ein? Also zum einen denke ich mal, dass es eine Fehlinterpretation ist, der Goldpreis ist auf Euro-Basis sogar gestiegen. Mhm. Und es gibt wenige Investments, mit denen die Anleger letztes Jahr Geld verdienen konnten. Also hat Gold seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel erhalten. Gold konnte sogar die Inflation zum großen Teil ausgleichen. Und mit einer zweiten Sache würde ich gerne aufräumen. Es wird ja immer gesagt, dass Gold von Kriegen profitiert. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Gold ist kein Krisenmetall. Gold ist ein Metall des Wohlstands. Ich kann es auch sehr schnell begründen. In der Ukraine gab es keine Goldkäufer im letzten Jahr. Diejenigen, die geflüchtet sind, die Möglichkeiten hatten, waren auf der Verkäuferseite und haben ihr Goldvermögen liquidiert, um die Flucht finanzieren zu können. Mhm. Andere haben vielleicht Waffen gekauft, was auch immer. Es gab keine Goldkäufe in der Ukraine. Auch bei uns niemand zur Bank gegangen und hat gesagt, oh, es ist Krieg in der Ukraine, ich möchte mein Bargeld in Gold tauschen. Das findet nicht statt. Was aber stattgefunden hat über Jahrzehnte, ist das Wohlstandswachstum in China und das Wohlstandswachstum in Indien, beides sehr bevölkerungsreiche, sehr goldliebende Länder. Und in diesen Ländern ist die Nachfrage in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren in diesem Jahrhundert sehr, sehr stark angestiegen, weil der Wohlstand gewachsen ist. Und sie haben tausende Tonnen Gold gekauft und den Goldpreis nach oben gebracht. Das ist gut für den Goldpreis. Wachsender Wohlstand ist gut für den Goldpreis. Schwindender Wohlstand wie die Kriege, ob das Syrien ist oder was auch immer, ist immer negativ für den Goldpreis, weil eben Goldverkäufer auf den Markt kommen. Ja, sehr interessante Antwort. Vielen Dank, Herr Siegel. Führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Was jetzt Indien und China angeht, sagte Herr Pollert von der Gussa bei der LBMA, wenn die Nachfrage nach Gold aus Indien und China, und zwar staatlich als auch privat, noch weiter steigt, dann sollte das natürlich weiter einen Effekt auf den Goldpreis haben. Ich glaube, da stimmen Sie zu. Also man muss wirklich sagen, ich habe jetzt viele Daten gesehen vom World Gold Council und von Degussa selbst. Indien und China sind starke Goldnachfrage aktuell. Also ich glaube, wenn die Lockdown-Maßnahmen in China tatsächlich aufgehoben werden und das Wirtschaftswachstum wieder anspringt, wir haben ja eine relativ positive Entwicklung auch in Indien und die Importe nach Indien möglich sind, so wie die Bevölkerung das möchte und keine Einschränkung erfahren, dann müsste das langfristig positiv für den Goldpreis sein. Klar, erhöhte Nachfrage, gleichbleibendes Angebot sorgt für steigende Preise. Das ist einer der Faktoren, die sicherlich sehr positiv für den Goldpreis sein werden.
Übrigens rechnete auch ihre US-Kollegin Nikki Shields mit noch mehr Goldnachfrage aus China, wenn die Lockdown-Maßnahmen fallen. Also da liegen sich auf jeden Fall beide auf Linie. Wie blicken Sie, Herr Siegel, denn auf die stagnierende Goldförderung? Herr Polleit hat diesem Komplex einen ganzen Absatz in seiner LBMA-Rede gewidmet. Herr Dimitri Speck sagte mir vor kurzem, ja, die Goldförderung spielt da nicht so eine Rolle, weil Gold ist kein Verbrauchsrohstoff wie Erdöl oder Erdgas und sollte keinen oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Goldpreis haben. Wie sehen Sie das mit der Goldförderung, mit der Minenförderung? Also ich tendiere da eher zu der Argumentation von Herrn Speck. Wir haben ja in der Welt ungefähr 40, 50 Mal so viel Gold, wie jedes Jahr gefördert wird. Das heißt, es kommen immer nur 3 oder 4% dazu. Und es wird auch natürlich der größte Teil von dem, was neu dazukommt, wieder in Schmuck verarbeitet. Und dieser Schmuck ist ja auch nicht weg, sondern ist als Goldbestand in der Welt. Mhm. Wir haben aber auch gleichzeitig eine steigende Weltbevölkerung, die wächst ja auch jedes Jahr, so dass sich dieses zusätzliche Gold auch auf eine größer werdende Bevölkerung verteilt. Und wir haben grundsätzlich in der Welt ja immer noch Wirtschaftswachstum, so dass sich auch zunehmender Wohlstand über die Welt verteilt und dieser Wohlstand in Gold angelegt wird. Und diese Faktoren führen dazu, dass die Neuproduktion keine wesentliche Rolle spielt. Wir haben auch im Goldmarkt immer große Teile von dem bereits geförderten Bestand, der auf den Markt kommt, ob das Recycling-Gold ist oder Goldschmuck, der wieder eingeschmolzen wird, die Neuförderung nicht so ausschlaggebend ist. Ich glaube, auch für den Goldpreis ist die Neuförderung nicht wirklich ausschlaggebend. Zum Schluss bestimmen die Investoren den Goldpreis, weil sie viel größere Mengen bewegen, als gefördert wird oder verbraucht wird als Schmuck. Das, was die Investoren an manchen Tagen umsetzen, entspricht der Weltjahresförderung und damit bestimmen sie auch den Preis. Also ich glaube nicht, dass die Förderung, die jetzt 3% höher ist oder 5% fällt, einen größeren Einfluss auf den Goldpreis hat. Im Übrigen glaube ich auch, und das haben auch die letzten Jahre gezeigt, dass wir Peak-Gold, also die Spitze der Weltförderung, noch nicht erreicht haben. Es wird ja seit vielen Jahren erwartet, wir haben es aber noch nicht erreicht, durch neue Methoden, durch höhere Preise, durch effizientere Förderung, durch die Erschließung von neuem, niedriggradigen Golderzen, ist es immer wieder gelungen, die Förderung in den letzten Jahren sogar noch auszuweiten. Aber wie gesagt, ganz egal, ob das noch ein paar Prozent ausgeweitet wird oder ob wir Peak Gold erreicht haben und die Förderung in den nächsten Jahren leicht sinken wird, hat beides keinen wesentlichen Einfluss auf den Goldpreis. Mhm. Nicht nur Länder wie China und Indien, auch die Zentralbanken und Privatkäufer von und aus Russland, den USA, Deutschland, der Türkei, die Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate, fragen laut Statistiken immer mehr Gold nach, vor allem in den letzten Wochen und Monaten. Herr Siegel, wie bewerten Sie das? Welche Motive haben diese Goldinteressenten? Also natürlich sind die Investoren langfristig interessiert, ihre Vermögen zu erhalten durch jede Finanzkrise hindurch. Und das hat sich ja in den letzten Jahrhunderten bewährt. Gold ist vor der Finanzkrise Gold, in der Finanzkrise Gold und nach der Finanzkrise Gold. Und auch nach der Währungsreform immer noch Gold. Das heißt, mit Gold kann man seinen Wohlstand über jede Krise hinaus retten. Gold übersteht jeden Krieg, jede Politik allerdings nicht. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Vor allem sozialistische Regierungen haben immer wieder gezeigt, dass sie den privaten Goldbesitz verbieten, den Goldhandel verbieten. Und hier liegen die größten Gefahren für diese Anleger. Bei den Zentralbanken bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Natürlich haben sie in den letzten Jahren Gold offiziell dazu gekauft, aber wir wissen nicht, ob dieses Gold nicht schon längst wieder verkauft ist oder verliehen ist oder mehrfach verliehen ist. Und deswegen kann man aus diesen Goldkäufen der Zentralbanken keinen Einfluss auf den Goldpreis ableiten. Also man sollte es jedenfalls nicht. Grundsätzlich ist es natürlich positiv, weil das Gold vom Markt weg ist, aber
möglicherweise ist das Zentralbankgold verliehen und deswegen ist es preisneutral unterwegs oder im schlimmsten Fall ist es sogar mehrfach verliehen, also Geld verleihen ja die Banken auch mehrfach, ja. Warum soll die Zentralbank nicht mehrfach Gold verleihen? Und das einfach gekaufte Gold, wenn das am Terminmarkt zehnfach verkauft ist, dann hat es den Goldpreis gedrückt, obwohl die Zentralbank offiziell Gold gekauft hat. Und weil diese Geschäfte überhaupt nicht veröffentlicht werden und überhaupt nicht transparent sind, deswegen würde ich ein bisschen davor warnen, die Zentralbankkäufe als positiv für Gold zu beurteilen. Ja, sehr differenzierte Sichtweise. Es war mir selber gar nicht so bewusst. Wobei man natürlich an zweiter Stelle auch fragen müsste, was oder wer sind die Zentralbanken? Das sind ja mittlerweile auch teilweise private Banken, Konglomerate, die eine Zentralbank bilden, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Herr Siegel, wir hatten ja eingangs natürlich die Silicon Valley Bank. Die ganze Welt hat jetzt Angst vor einer neuen Finanzkrise. Genau, das hatte ich vorhin, glaube ich, gar nicht gefragt. Glauben Sie, dass das jetzt nochmal so eine Entwicklung wie 2008 geben könnte und müsste das jetzt Gold und Silber nach oben pushen? Also wir werden definitiv die Krise aus 2008 und 2009 nicht wiederholen. Die Zentralbanken haben damals gesagt, nie wieder und handeln auch genauso. Ich glaube, dass die Zinserhöhungspolitik möglicherweise etwas eingegrenzt wird. Was aber auf jeden Fall stattfinden wird, ist, dass die Zentralbanken den Banken, wenn sie Bedarf haben, Geld zur Verfügung stellen. Ich glaube, egal ob die Zinsen jetzt noch ein bisschen angehoben werden oder nicht, dass die Zentralbankpolitik inflationär werden muss, völlig unabhängig von der Pleite von irgendeiner Bank, alleine schon, um die Staatsverschuldung bezahlbar machen zu können. Ansonsten hätten wir eine Rezession, eine Bereinigung der Wirtschaft, extrem hohe Arbeitslosigkeit, Turbulenzen an den Finanzmärkten, möglicherweise auch politische Unruhen. Das wäre die Alternative, um das zu verhindern. Wir sind halt jetzt am Ende des Systems, müssen die Zentralbanken die Geldhähne wieder aufdrehen. Ganz egal, ob sie es mit wieder fallenden Zinsen machen oder bei steigenden Zinsen, ist völlig egal. Die EZB hat es ja vorgemacht. Auch bei steigenden Zinsen hat die Zentralbanken die Schulden Italiens und anderer europäischer Länder weiterfinanziert und Anleihen dieser Länder gekauft, was natürlich in den Maastrichter Verträgen ausgeschlossen ist, was aber längst gebrochen wird. Also auch die Zentralbanken sind so unglaubwürdig, weil sie ihre eigenen Regeln alle gebrochen haben und jetzt ganz unverhohlen Staatsfinanzierung machen. Und es wird auch gar nicht mehr anders möglich sein. Sonst würde das ganze Finanzsystem kollabieren. Und dann würden wir im Prinzip vor einer Währungsreform stehen. Ob sie nach einer Inflationsphase dennoch kommt oder ob es irgendwie abgewendet werden kann, das ist für mich noch offen. Ich gehe davon aus, dass sie nicht abgewendet werden kann. Und meine große Befürchtung ist, dass wir neben der Front in der Ukraine, wenn sie lokal bleibt, noch weitere Kriegsfronten aufmachen müssen, um dann der Weltbevölkerung hinterher eine Argumentation zu geben, warum wir diese Währungsreform brauchen, weil die Zentralbanker werden sich nicht vor die Bevölkerung stellen und sagen, wir haben jetzt jahrzehntelang versagt und wir müssen jetzt leider eine Währungsreform machen, ihr Vermögen ist weg. Aber nach einem Krieg, wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die meisten Menschen auf der Welt eine Währungsreform auch hingenommen. Regt zum Nachdenken an, auf jeden Fall, Herr Siegel. Diese Währungsreform, wird die eher von den jetzt noch an den Schalthebeln der machtbefindlichen Zentralbanken verabschiedet und wieder Fiat-Geld basiert oder ohne echten Gegenwert? Oder könnte die sogar goldgedeckt sein, diese neue Währung? Oder sehen Sie gerade, dass das Fenster für eine solche goldgedeckte Währung vielleicht offener ist als früher? Also ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass hinter den Kulissen die Pläne schon gemacht werden. Es gibt auch tatsächlich Äußerungen von wirklich interessanten Theoretikern, die darauf hindeuten, dass eine goldgedeckte Währung wenigstens überlegt wird. Das Problem ist, das ist das, was ich gerade am Anfang schon unseres Interviews so ein bisschen ausgebreitet habe, dass es eben tausende Leute in vielen verantwortlichen Positionen gibt, die von dem aktuellen System hervorragend profitieren.
Und diese werden natürlich alles dafür tun, dass sie hinterher wieder in denselben Positionen, an denselben Schalthebeln sitzen, mit denselben Möglichkeiten, sich aus dem System zu bedienen. Und deswegen ist die große Befürchtung oder eigentlich die Logik, dass das System wieder bei Null anfängt, aber genauso wieder aufgebaut wird, wie das alte System war, weil es für diese Leute, die an den Schalthebeln sitzen, und es werden zum größten Teil dieselben Leute sein, die heute an den Schalthebeln sitzen, dieselben sein werden. Also werden sie versuchen, dieses System zu resetten, aber wieder genauso aufzuziehen, und dann hätten wir wieder die nächsten 50 bis 70 Jahre, wie man mit diesem alten, neuen System arbeiten könnte. Ja, man vergisst bei dieser ganzen makroökonomischen Betrachtungsweise immer, dass wir natürlich auch über konkrete Arbeitsplätze, wir natürlich auch im sehr gehobenen Bereich sprechen, aber natürlich möchte auch, ja, nicht nur jetzt die obersten Banker bei der EZB, wahrscheinlich auch die Sekretäre möchte natürlich auch ihren Job behalten. Also das ist ja, da geht es ja wahrscheinlich nicht nur um die Strategen. Also vielen, vielen Dank schon mal für Ihre Antworten, Herr Siegel. Da wieder viel mitgenommen, unsere Hörer und Hörerinnen hoffentlich auch. Noch zwei Fragen, Herr Siegel. Wie blickt Stabilitas Fonds auf oder aktuell auf den Silbermarkt? Also ich glaube, dass Silber eine Funktion des Goldes ist. Also 90% der Silberpreisentwicklung kann man erklären mit der Goldpreisentwicklung. Die übrigen 10% sind dann Verschiebungen bei der Industrienachfrage oder auch bei Nachfrage der Schmuckindustrie oder vielleicht Spekulanten, die speziell Silberkorrelation mit anderen Rohstoffen spielen. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine stabile Goldpreisentwicklung haben. Alle Argumente sprechen für einen steigenden Goldpreis. Gold ist längerfristig unterbewertet. Gold ist im Vergleich zu Immobilien und Aktien zurzeit das einfachere Investment. Also glaube ich, dass Gold eine relativ positive Zukunft hat. Der Silberpreis hängt mit einem Hebel am Goldpreis. Also glaube ich auch, dass wir mit Silber in den nächsten ein, zwei Jahren viel Freude haben werden. Abschließende Frage, Herr Siegel. Sie haben auf Ihrer Website www.stabilitas-fonds.de Ihren Vortrag auf der Edelmetallmesse in München im November 2022 online gestellt. Den kann man da komplett nachlesen, runterladen, auch als PowerPoint oder PDF. Was war der Inhalt? Was muss man da wissen? Und warum haben Sie den jetzt frei zugänglich gemacht? Also ich habe alle Vorträge immer frei zugänglich gemacht, weil ich finde, das ist auch so ein Zeichen von Transparenz. Ich finde auch, die Anleger haben ein Recht darauf zu wissen, was ich vor 10 Jahren gesagt habe und wo ich richtig lag, wo ich falsch war. Ja. Dann können sie lernen, wie ich denke, und das schafft, für meine Sicht, schafft das Vertrauen, dass sie wissen, wem sie ihr Geld anvertrauen, wenn sie in den Stabilitätsfonds investieren, und können sich natürlich auch ihre eigene Meinung bilden, können prüfen, ob das, was ich damals gesagt habe, richtig war, und können dann auch aus dem abgeleitet heute sehen, in welche Richtung sie denken müssen, was sie vielleicht übersehen haben, was vielleicht wichtig ist. Und natürlich das ergänzen mit dem, was sie sonst überall in der Welt wahrnehmen können, und sogar noch ein Bild sich dann damit erarbeiten, was über das hinausgeht, was ich ihnen vermitteln kann. Es ist ja nur ein Baustein in dem Weltwissen, und ich bin da gerne bereit, meine Erfahrungen auch weiterzugeben. Und natürlich, was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, das Vertrauen zu schaffen, in meine Fonds zu investieren. Soweit Goldmarkt- und Finanzmarktexperte Martin Siegel von Stabilitas Fonds zu möglichen Preisentwicklungen bei Gold und Silber sowie zur abgestürzten Silicon Valley Bank und möglichen Auswirkungen auf die Weltfinanzmärkte.